passierte in einem Leipziger Seniorenheim. Eine 93-jährige Bewohnerin will mit dem Aufzug nach oben fahren. Die Seniorin stolpert beim Einsteigen und fällt in die Kabine. Trotz offener Tür fährt der Fahrstuhl einfach weiter, reißt die Frau mit und quetscht sie zu Tode. Solche und ähnliche Unfälle passieren immer häufiger. Sowas möchte man eigentlich nicht erleben. Es ist ja schrecklich, sowas, dass es sowas überhaupt noch gibt bei dieser Technik heute. Möchte ich nicht nachempfinden. Nur ein Drittel aller deutschen Fahrstühle sind ohne Mängel, warnt der Verband der Technischen Überwachungsvereine in seinem neuesten Jahresbericht. Und, unglaublich, ein Großteil der Unfälle hätte vermieden werden können. So fahren Aufzüge täglich rauf und runter. Ölpfützen im Fahrstuhlschacht. Verrostete Führungsschienen. Angegammelte Steuerungselektronik. Rostige Hydraulikrohre. Meterhoch Wasser im Fahrstuhlschacht. Gerd Schulze sieht so etwas fast täglich. Bei der Aufzugwartung wird der schnelle Euro gemacht, warnt der Inhaber einer Wartungs- und Beratungsfirma für Fahrstuhlanlagen. Das ist die Entwicklung, die ich sehe, die hochgefährlich wird, dass diese gute Wartung, wie sie früher durchgeführt wurde, immer mehr zerfällt und immer schlechtere Wartung gemacht wird. Und dann kommen wir in den Bereich, dass Anlagen wirklich gefährlich werden. Schlampige Wartung von Aufzügen. Das wirft auch Klaus Warnecke vielen Firmen in seiner Branche vor. Ein Insider. Seit fast 40 Jahren im Wartungs- und Beratungsgeschäft. Wie schlimm es ist, hat auch er dokumentiert. Verrottete Stromleitungen. Verdreckte Schachtböden. Verrostete Tür-Schließkontakte. Kaputte Treibriemen. Aufzüge, die angeblich gewartet sind, aber so nicht fahren dürften. Wenn die Anlage schon verdreckt ist, werden sich Details mit Sicherheit überhaupt nicht angeguckt. Details, die wichtig sind, wie Bremse, Tragseile etc. Wenn man teilweise an Anlagen kommt, hat man das Gefühl, es wird gar keine Wartung gemacht. Sondern es wird also die Tür aufgemacht und es wird sich wieder abgeschlossen und es wird sich eine Unterschrift geholt. Der Oberbegriff ist einfach also so, wie kann ich also mit wenig Aufwand viel Profit machen. Vier große Konzerne. Die Firmen Kone, Otis, Schindler und ThyssenKrupp beherrschen den deutschen Aufzugmarkt. Wegen Preisabsprachen beim Neubau von Aufzügen mussten sie 2007 eine Kartellstrafe von zusammen fast 1 Milliarde Euro zahlen. Jetzt, so Brancheninsider, wird das große Geld mit Wartung und Reparatur gemacht. Wenn ich eine schlechte Wartung mache, habe ich einen hohen Erlös an Reparaturen. Ganz klar. Bedauerlicherweise ist es teilweise auch so, dass Monteure an Reparaturaufträgen, die sie bringen, prozentual beteiligt werden. Das ist eine absolut tödliche Kombination. Das Problem. Bei der Wartung von Aufzugsanlagen gibt es zwar eine Norm, aber wie tatsächlich gewartet wird, überprüft niemand. Es gibt keine umfassende Dokumentationspflicht gegenüber den Kunden. Wenn Sie 10 Firmen anrufen und fragen, kriegen Sie 10 verschiedene Antworten mit Wartung und 10 verschiedenen Inhalten. Gerd Schulze zeigt uns eine Anlage, die von morgens bis abends neben Lasten auch Menschen befördert. Das Antriebsaggregat oben im Maschinenraum. Überall Dreck und Staub. Besonders gefährlich, ausgelaufenes Öl. Hier oben aus dem Deckel fließt das Öl hier raus. Es fließt bis hier runter und hier unten direkt in die Seile. Kommt Öl auf die Seile drauf, rutscht der Aufzug unkontrolliert nach oben weg. Das heißt, auch mit offener Tür ist er nicht mehr zu bremsen. Die Bremse soll das im Notfall verhindern. Aber auch auf den Bremsscheiben. Gefährliche Ölspuren. In dem Moment, wo Sie die Last reinfahren, hält die verölte Bremse das nicht mehr und der Aufzug rutscht mit Ihnen und mit der Last nach unten weg. Ohne Bremse. Das heißt, wenn Sie Glück haben, sind Sie nur verletzt und wenn Sie Pech haben, werden Sie zerquetscht. Die ist von einem der großen Aufzugsfirmen gewartet worden, eine Tochter von einer der großen Aufzugsfirmen. Unglaublich. Die Anlage ist trotzdem in Betrieb.
6.000 Euro jährlich kassiert die Firma für diese Art von Wartung. Und dieser kleine Deckel hier oben, der hat eine einfache Dichtung drauf. Für 4,50 Euro kann ich hier eine Dichtung austauschen und habe damit die Masse des Öls, den Austritt des Öls verhindert. Dafür kriegt die Firma Geld, dafür, dass sie nichts macht. Und das ist für mich eine pure Abzocke. Und ich rufe auch da die ZÜS dazu auf, dass solche Dinge nicht mehr geduldet werden. Verdreckt, verölt, verrostet auch der Fahrstuhlschacht. Aufzüge müssen jährlich vom TÜV geprüft werden. Alle 2 Jahre gibt es eine Hauptuntersuchung. Auch diese Anlage hat der TÜV geprüft. Doch den TÜV gibt es schon seit einigen Jahren nicht mehr. Und auch keinen Gebietsschutz. Jetzt kämpfen eine ganze Reihe von Prüfunternehmen bundesweit um Aufträge. Der schlimme Verdacht? Die Prüfer werden von Aufzugkonzernen korrumpiert, indem sie ihnen im Auftrag von großen Wartungskunden Rahmenverträge vermitteln. Für gleich mehrere tausend Anlagen. Dadurch entsteht ein Druck, wenn eine große Aufzugsfirma sagt, meine 5000 Anlagen prüfst du nicht mehr. Dann weiß ich nicht, wie das TÜV reagiert. Ich glaube nicht, dass die Schulter zucken und sagen, ist mir egal. Habe ich halt 5000 Anlagen weniger. Manche Prüfer korrupt? Einen Interviewtermin mit Markt hat der Verband der deutschen TÜV abgesagt. Kurzfristig. Wir fordern ihn schriftlich zur Stellungnahme auf. Die Antwort? Man habe sich wiederholt sehr kritisch zu dieser Problematik geäußert. Wir setzen uns intensiv für den Erhalt dieser Unabhängigkeit ein. Und stimmen Ihnen vollkommen zu, dass diese Entwicklung sehr genau beobachtet werden muss. 3 der 4 großen Aufzugkonzerne dagegen bestreiten eine wirtschaftliche Abhängigkeit. Für sie habe Sicherheit die oberste Priorität. Tatsächlich? Wir bekommen einen Tipp. Die Aufzuganlagen in einem Wohngebiet am Stadtrand von Hamburg. Gewartet von einem der 4 großen Aufzugkonzerne. Mit diesem Aufzug fahren täglich Hunderte von Familien. Was passiert, wenn eine Hand in die Tür gerät? Eigentlich muss eine Sicherheitsschranke dafür sorgen, dass die Tür sofort wieder aufgeht. Hallo? Und dann? Ja, ich stecke hier fest. Rütteln Sie ein paar Mal kräftig an der Tür. Ist auch rütteln? Zwanzig Minuten passiert nichts. Dann kommt Hilfe. Von Hausbewohnern im 11. Stock. Versuchen Sie es mal mit dem roten Schalter. Und tatsächlich. Der Aufzug fährt wieder. Beim Aussteigen treffen wir auf die Monteure der Wartungsfirma. Die kennen das Problem. Das passiert dauernd hier. Die Fahrstühle sind ja auch uralt. Die müssten eigentlich längst raus.